Lieber Nanik, ich erlaube mir per Videobotschaft zu antworten, denn das ist ein bisschen einfacher. Verzeihen Sie, meine Stimme ist noch ein bisschen rauig, denn es ist früh morgens, aber das ist ja alles nicht so wichtig. Ich werde Ihnen verschiedene Bilder aufzeigen, also ich werde verschiedene mit Worten versuchen, verschiedene Bilder zu malen, um das Geschehen besser zu verdeutlichen. Zuerst einmal eine kurze Zusammenfassung. Sie hatten dort also einen Zahn, der machte schon über Jahre Probleme. Darauf kam es in diesem Gebiet zu einer Knochennarbe. Sie wissen ja immer, wenn Sie irgendwo eine chronische Entzündung haben, dann verändert sich das Gewebe. In dem Fall bildet sich häufig eine Art Knochennarbe. Das müssen Sie gar nicht spüren, das tut nicht weh. Das Gewebe ist nur dadurch gekennzeichnet, dass es schlechter durchblutet ist, was dann häufig für die Wundheilung von Belangen ist. Irgendwann lassen Sie den Zahn dann ziehen und entwickeln, so wie sich das liest, eine klassische Alveolitis, das heißt eine Wundheilungsstörung. Das könnte eben damit zusammenhängen, aufgrund dieser Knochennarbe. Deswegen habe ich das vorher erwähnt, weil eine Narbe beinhaltet oder hat, ist immer schlechter durchblutet und für die Wundheilung brauche ich Blut, schlechtere Durchblutung, schlechtere Wundheilung. So, das ist jetzt einmal diese Zusammenfassung. Und dann führe ich jetzt noch ein bisschen aus, haben die Ärzte, also weil die Schmerzen nicht aufgehört haben, haben die dann noch eine Wurzelbehandlung gemacht und jetzt sagt man ihnen, das ist eine Neuropathie oder eine Neuralgie und bla 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 bla. Und jetzt beginne ich einmal mit dem ersten Bild und da fange ich an mit dem Dalai Lama. Ich bin kein Fan vom Dalai Lama, das ist eigentlich ein Verbrecher. Sie finden unten dann einen Link dazu. Aber wie der nach Österreich kam, stieg er am Flughafen aus, es war Sonnenschein. Und er spannte den Schirm auf und die Leute, den Regenschirm, und die Leute waren alle verdutzt und man hörte so ein, boah, was, wieso sollte es regnen? Und 5 Minuten oder 10 Minuten später kam dann ein kurzer Regenschauer und er lächelte und machte den Schirm wieder zu. Das, was ich Ihnen jetzt erzähle, das sind die neuesten Erkenntnisse in der Neurobiologie. Da finden Sie unten dann auch noch ein paar Links und auch in der aus der Physik. Wieso habe ich Ihnen dieses Bild erzählt? Der Mensch geht davon aus, dass zuerst die Materie da war. Das heißt, Sie kennen diese klassische darwinistische Evolutionstheorie. Und da bildeten sich lauter Teilchen, Puzzlesteinchen. Und aus diesen Puzzlesteinchen bildete sich dann irgendwann der Mensch und der Mensch formte dann das Bewusstsein. Die modernen Wissenschaften zeigen, erstens einmal hat Darwin, auch dazu habe ich Ihnen dann einen Link unten geschickt, Darwin hat nur mikroevolutive Prozesse nachgewiesen. Es gibt keinen Hinweis bis heute, keinen Hinweis auf makroevolutive Prozesse. Also das ist eigentlich eine Erfindung des Menschen. Das soll jetzt bitte nicht heißen, dass ich an einen Gott glaube. Das hat damit auch nichts zu tun. Man weiß es einfach nicht, was da abgeht. Aber die modernen Wissenschaften, es deutet alles darauf hin, dass zuerst das Bewusstsein, der Geist da ist und dann die Materie. Und was der Dalai Lama gemacht hat, er hat einfach das kollektive Bewusstsein mit dem Regenschirm auf Regen fokussiert und so begann es dann zu regnen. Das klingt verrückt, ja. Und vielleicht werden Sie sich denken, du, Entschuldige, was hat das mit meinem Schmerz zu tun? Das hat sehr viel mit Ihrem Schmerz zu tun. Auf das komme ich noch, also zu dem komme ich noch. Ich male Ihnen jetzt ein anderes Bild. Ich hatte einen Freund, der ging den Jakobsweg. Und dieser Freund schrieb mir am Handy, er war mit 2 anderen Leuten unterwegs und er schrieb mir dann die ganze Zeit, eigentlich will ich allein sein, eigentlich will ich allein gehen, ja, die gehen mir am Nerv und und. Und interessanterweise, zu Mitte des Weges bekam er dann enorme Schmerzen an den Fersen, so große Schmerzen, dass er nicht mehr weitergehen konnte und die Gruppe entschied dann, dass die 2 weitergehen und er also Rast macht und dann ein paar Tage später nachkommt. Und ich musste so ein bisschen lächeln, denn jetzt war ein Weg gefunden, um alleine zu gehen. So, und jetzt werden Sie sich schon denken, vielleicht wohin ich ein bisschen will. Sie hatten eine Schmerzursache. Diese Schmerzursache war also dieser nicht behandelte Zahn. Und wieso sie das nicht machen ließen, das hat auch eine Ursache, so wie es scheint. Ich sage jetzt einmal, und es geht mir nicht darum, dass ich sie verletzen will, sondern
ich sage jetzt einmal, sie sind der Angsthasel, sie schieben gerne Probleme vor sich her. Und dann wird ihnen anhand eines Zahnes, illustriert ihnen anhand eines Zahnes das Leben, du schieb Dinge nicht vor dir her, denn du musst sie lösen, ansonsten werden sie immer schwieriger werden oder könnten immer schwieriger werden. Und dieses Angsthaserl hat diesen Zahn dann irgendwann einmal ziehen lassen, hat dann gewisse Komplikationen entwickelt, die die heutige Medizin einordnen kann. Da sind wir jetzt wieder bei der Alveolitis mit der Knochennarbe und. Diese Muster kennt die Medizin schon. Da wissen wir genau, was da passiert ist. Wir wissen nicht, dass sie ein Angsthaserl sind und ihnen das Leben jetzt sozusagen da was sozusagen mitteilen will. Soweit ist die Menschheit noch nicht. Da denken sie jetzt an das Bild, die Erde ist eine Scheibe, dann kam die Erde ist Mittelpunkt des Universums. Hätte das damals jemand erzählt, dass unsere ganze Galaxie, dass die Sonne alles mit zigtausenden km/h durchs Weltall fliegt, man hätte den für verrückt erklärt. Heute ist es eine Gegebenheit. Und jetzt nehmen Sie sich her, was ich Ihnen jetzt erzähle. Die Medizin weiß also, lange einen Zahn drin lassen, der behärtet ist, bildet sich Knochennarbe. Das Muster hat die Medizin schon erkannt. Die anderen Dinge, die sind, wobei das, was ich Ihnen da jetzt erzähle, das ist der letzte Stand der Wissenschaft. Das wissen natürlich viele Ärzte nicht. Denen fällt dann nur noch ein Neuropathie, Neuroalgie. Sie beginnen jetzt, und jetzt denken Sie wieder an die Ferge, haben... Das Problem ist jetzt scheinbar gelöst, aber es besteht noch immer. Sie sind noch immer ein Angsthasel. Sie haben sich mit diesem Schmerz mittlerweile identifiziert, bekamen jetzt auch noch vom Arzt eine Diagnose mit einem Stempel drauf. Du, das ist eine Neuralgie. Ihr Kopf beginnt nun Schmerz zu generieren. Ich habe Ihnen da unten einen Link eingeblendet, wie man heute Menschen, die eine Extremität verloren haben, behandelt. Die können einen Schmerz, da kann das Gehirn einen Schmerz generieren, dass die Menschen also mit schwersten, mit Medikamenten, Antidepressiven, Analgetikern und therapiert werden müssen. Schmerz entsteht immer im Kopf, das bedeutet nicht, dass man sich den Schmerz einbildet, aber ohne Hirn kein Schmerz, schneide ich Ihnen den Kopf ab, werden Sie keinen Schmerz mehr empfinden, oder schneide ich Ihnen die Hand ab und stich auf die Hand ein, dann werden Sie keinen Schmerz empfinden. Das heißt, alles passiert immer in unserem Kopf. Der Angsthase hat sich mit seinem Schmerz identifiziert, generiert jetzt immer weiter Schmerz, es ist nichts mehr da, die Ärzte behandeln wild drauf los, weil das, was ich Ihnen da jetzt erzähle, mit dem kann man kein Geld machen. Und viele wissen davon noch nichts, auch wenn die moderne Wissenschaft alles in diese Richtung hingeht und da das System weiter unterhalten wird. Wir haben aus Krankheit ein Geschäft gemacht, machen alles so weiter. Ich habe Ihnen da jetzt ziemlich viele Bilder gesagt und was ich Ihnen eigentlich transportieren wollte, ist also, dass für einen gewissen Bereich Ihres Leidens, der ist ganz normal verständlich, der ist klar, woher der kommt, das ist also eine Alveolitis, eine schlechtere Wundheilung und. Den anderen Bereich, der ist auch ganz klar, woher der kommt, sie generieren immer wieder weiter diese Schmerzen, die fühlen sich echt an, ja, einem Menschen zu sagen, du, das bildest dann nur ein, das ist ein Blödsinn, Schmerz kann man sich nie einbilden, Sie finden dazu noch ein paar Videos. Die Ursache aber, wieso das alles passiert, ist eine ganz andere. Da will Ihnen das Leben etwas ganz anderes zeigen. Ich sage den Menschen immer, wenn sie in die Ordination kommen, du sei froh, dass du das mit einem Zahn durchmachst. Stell dir vor, du machst das mit einer Herzklappe, mit der Niere, mit irgendeinem Organ, das man nicht so leicht auswechseln kann. Und da will Ihnen also, oder da machen Sie jetzt eine, nennen Sie es Bewusstseinsreise durch, wo Ihnen das Leben etwas aufzeigen will. Und ich weiß, das klingt irrsinnig verrückt. Ja, ich bin überhaupt kein Pendler oder kein Esoteriker oder was, aber wenn man sich die Fakten zusammennimmt, wenn man das alles zammatiert, was also die modernen Wissenschaften sagen, dann bleibt nur diese Interpretationsmöglichkeit. In diesem Sinne, wenn Sie jetzt wissen wollen, was Sie tun müssen, versuchen Sie alles
Schulmedizinische auszuschließen. Wenn das geschehen ist, dann versuchen sie sich von ihrem Schmerz zu distanzieren. Das hilft besonders in der Natur, und weil die Natur nimmt negative Energien auf, und versuchen sie sich zu fragen, wovor sie denn solch eine Angst haben. Auch das kann man ganz einfach beantworten. Vielleicht schauen Sie sich das Video an, ich habe das gestern hochgeladen, eine Zahnbehandlung für einen Blowjob. Da erwähne ich das, was diese Urängste sind. In diesem Sinne, alles Gute!